Willkommen zurück zu The Long Dark und wie ihr hier seht, es ist noch immer etwas dunkel. Ich habe mir ein Feuer gemacht und etwas geruht. Beim ersten Mal hat es leider hier drüben nicht geklappt. Ich bin erfroren mitten in der Nacht. Das musste einem auch erstmal klar werden, dass das funktioniert. Ist ja aber auch logisch. Ja, und dann musste ich nochmal hier komplett den Weg ablaufen. Musste nochmal alles machen, musste nochmal Hasen jagen. Musste nochmal die Rohrkolben plündern und so weiter und so fort. Und jetzt hat es geklappt. Wir stehen kurz hier vor dem Sonnenaufgang. Wir sind einigermaßen wohl genährt. Wir trinken noch was und wir werden noch ein paar Rohrstängel essen. Die sind erstaunlich nahrhaft. Wenn man sich das mal anschaut, 150 Kalorien, das ist richtig, richtig gut. Und die stehen hier einfach so rum. Und die habe ich alle mitgenommen. Und dann haben wir jetzt wieder einen vollen Magen. Wir haben noch 5 Liter an Trinken. Und sind ansonsten relativ gut ausgerüstet. Jetzt müssen wir halt schauen, wenn wir hier hochgehen. Habe ich da was gehört? Da vorne ist die Brücke. Wenn wir hier hochgehen, wo wir hier hinkommen, da sehe ich gerade noch, da sind ja noch Hagebutten, die wir uns mitnehmen. Werden die Hagebutten eigentlich schlecht, wenn wir die im Inventar behalten? Hagebutten. Hier sind die. 192 Stück haben wir da momentan. Die werden offenbar nicht schlecht, das ist schon mal gut. Das Feuer ist in 15 Minuten aus. Ah, es ist immer noch nicht hell genug. Wenn ich jetzt hier hochgehe und überrascht wäre, na gut, ich habe jetzt gespeichert. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ich würde halt schon gern im Hellen rumlaufen, damit wir hier ordentlich was entdecken können. Ich sehe hier leider nicht, wann es richtig Tag wird. Wir warten noch kurz, bis das Feuer aus ist. Wir haben nur noch 4 Stücke, mehr nicht mehr. Wir könnten theoretisch, können wir noch was schmelzen. Ja, ein bisschen was haben wir geschmolzen und jetzt wird es Tag. Okay, also dann ziehen wir jetzt hier hoch. Fackel brauchen wir momentan nicht. Ich hoffe, ich sehe die Wölfe sofort, wenn die irgendwo auftauchen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo wir uns befinden, beziehungsweise wo wir hier rauskommen. Ich denke mal, auf der anderen Seite der Brücke werden wir dann wieder ankommen. Und ich würde halt schon noch ganz gern die Autos plündern, die dort auf der Brücke stehen. Vielleicht können wir das machen, dass wir dem Wolf dann irgendwie abpassen. So, da müsste jetzt irgendwo... Es schneit hier immer noch. Jetzt müsste irgendwo hier die Brücke sein. Wir haben hier einen Zweig, den müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. Wir haben nichts mehr, um Feuer zu machen. Wo finde ich denn hier? Da drüben ist die Brücke. Ui, die ist aber weit entfernt. Nein, schmeißt er wieder den Stein weg. So, vorsichtig jetzt. Ah, Moment. Hier geht der Weg, der von der Brücke runterführt, offenbar. Da unten sehe ich nochmal ein Auto. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal den Weg zur Brücke hoch. Auch auf die Gefahr hin, dass wir dem Wolf in die Arme laufen, wollte ich schon sagen. Aber die Autos da oben, die sind schon noch interessant. Vor allem, wir brauchen auch noch wieder Streichhölzer. Wir haben fast keine Streichhölzer mehr, wollte ich gerade sagen. Aber ich sehe gerade, wir haben ja hier noch 6, 17, 8. Ah, dann hat er das beim Lagerfeuer machen, hat er das ein bisschen komisch angezeigt. Ich verstehe. Na gut, dann haben wir noch genügend Streichhölzer. Hier würden wir von der anderen Seite hochkommen. Das kennen wir ja schon.
Dann jetzt schauen wir mal. Da vorne marschiert er. Und wenn er in die andere Richtung geht. Was war das denn? Was war das denn jetzt? So, wo ist er? Da vorne marschiert er noch. Und dann plündern wir jetzt einfach schön die Autos durch. Da ist nichts in der Motorhaube. Hier ist nichts. Steig mal ein. Handschuhfach ist leer. Hier ist auch nirgends was. Ein Duftbaum. Da ist nichts, überhaupt nichts. Ich kann auch nicht nach hinten schauen. Das heißt, wenn wir aussteigen, dann mit dem Risiko, dass irgendwie der Wolf hinter uns steht. Was ist denn hier die Motorhaube öffnen? Für was muss man denn das machen? Okay, Brandbeschleuniger ist ganz gut. Eine aufgerollte Zeitung. Ah, dass man hier nicht gleich auf die Rücksitzbank kann. Basti, ist schon wieder kalt. Wir haben jetzt eine Nacht komplett am Feuer gelagert und ihm ist schon wieder kalt. Das ist ja Wahnsinn. Brauchbare Lederschuhe, die sich gut in der Großstadt machen würden, sagt er. Aber hier wahrscheinlich. Und eine Baumwollmütze, aber die ist nicht wirklich. Oh, da kommt er schon. Nein, steig ein! Okay. Und jetzt, wenn er vorbeiläuft. Jetzt ist er weg. Sollen wir jetzt schon aussteigen? Ich werd verrückt. Ich kann nichts machen. Das ist ja ärgerlich, Mensch. Oh, wir leben noch. Okay, wir leben offenbar noch. Ja, steh auf. Wir haben jede Menge Blutverlust, verstauchtes Handgelenk. Stelle sie her, um Blutungen zu stoppen. Verbände, Blutverlust tötet dich, daher musst du die Blutung stoppen. Ein einfacher Stoffverband kann dir das Leben retten. Verwende das Herstellungsmenü, um einen Verband herzustellen. Stoff findest du in der Umgebung. Du kannst auch Kleidung zerlegen, um Stoff zu gewinnen. Okay, wir müssen auf alle Fälle ins Auto einsteigen. Wieso bin ich denn nicht mehr ins Auto gekommen? Wir müssen auf alle Fälle jetzt einen Verband nutzen. Wir haben noch einen, oder? Ja. Auf dem Bauch anlegen. Und wir müssen noch einen bauen. Wir haben keinen Stoff mehr. Wir haben keinen Stoff mehr. Wir brauchen Tee. Okay, verstauchtes Handgelenk und verstauchter Knöchel. Never felt so cold in my life. Die heilen von selber. Wir haben ein Infektionsrisiko und Unterkühlungsrisiko. Wir steigen jetzt mal aus. Wir haben auch unsere Zeitung verloren, offenbar. Die Rehhaut haben wir auch verloren. Und er ist jetzt geflüchtet, komischerweise. Das nutzen wir aus, um auch noch das letzte Auto hier. Was ist das denn jetzt? Um hier das Auto zu plündern. Das hat sich ja voll gelohnt. Hier waren wir offenbar schon. Von welcher Richtung sind wir denn jetzt gekommen? Ah, wir sind von der Richtung gekommen hier. Oder? Ja. Das darf ja nicht wahr sein. Jetzt erwischt er uns doch noch. Alles leer hier. Das hat sich ja wunderbar gelohnt. Hier haben wir Stoff. Sehr gut. Das heißt, wir können hier nochmal einen Verband herstellen. Und uns ist richtig, richtig kalt momentan. Oh, come on. Das hat nicht geklappt,
Willst du mich verarschen? Ich leg doch nur einen Verband an. Ja, zweimal nicht geklappt. Das heißt, wir werden jetzt dann sterben. Wenn wir sterben, sollten jetzt... Ich gehe jetzt in die andere Richtung. Mir ist das zu gefährlich. Wir brauchen nochmal ein Feuer. Das wir machen. Wenn wir sterben sollten, dann gehen wir hier nicht mehr hoch. Das lohnt sich überhaupt nicht. Eieieiei. Vor allem hat er uns auch jetzt noch unsere Handschuhe kaputt gemacht, habe ich gerade noch gesehen. Wir müssen irgendwo Unterschlupf finden. Wo sind wir denn hergekommen? Wir sind doch hierher irgendwo hergekommen. Verstehe ich momentan nicht. Ich weiß, dass dir nicht gut geht. Wir haben auch nichts mehr zum Anzünden. Muss man auch noch suchen. Das ist ja vielleicht ärgerlich. Haben wir kein Messer mehr? Okay, wir brauchen jetzt irgendwo ein Feuer. Unglaublich. Ich hätte den Brandbeschleuniger nehmen sollen. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn es jetzt nicht klappt. Ist das kompliziert hier? Ich dachte, wir könnten hier dem Wolf irgendwie einfach nur entgehen. Ja. So, wir haben hier nochmal alles rein, was wir haben. Wir haben nichts zu essen. Und wir schauen nochmal, ob wir was reparieren können. Unsere Klamotten. Da. Kaputte Fließfäustlinge, gewöhnliche Fäustlinge. Ja, die können wir nur noch zerlegen, wie ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Mann. Und auch unsere Mütze ist kaputt. Was ist hier los? Ich schau mal hier, das können wir zum Beispiel wieder reparieren noch. Oh, das braucht Stoff. Das heißt, wir müssen zuerst mal Verbände herstellen, bevor wir hier anfangen zu reparieren. So, das Lagerfeuer geht noch 40 Minuten. Können wir denn hier Antiseptikum nehmen? Wieso funktioniert das nicht? Verstehe ich nicht. So, unsere letzten Stöcke wurden ins Feuer geschmissen. Eine Stunde haben wir noch. Bin mir auch noch nicht sicher, was die Farben heißen. Rot und gelb. Ja, wieder zweimal Verbände weg. Das ist seltsam, dass das nicht funktioniert. So, wir haben die Schuhe. Die Schuhe können wir vielleicht auch zerlegen. Getrocknetes Leder bekommen wir daraus. So, dann schauen wir mal, dass wir hier die Sachen noch anlegen. Reparieren können wir nicht, weil wir keinen Stoff mehr haben. Die Hose ist auch schon wieder kaputt. Der Wolfsangriff hat uns richtig, richtig nach hinten geschmissen. Aber wenigstens ist uns wieder einigermaßen warm. Wir gehen jetzt mal in die Richtung Milton und hoffen einfach mal, dass es hier etwas besseren Unterschlupf gibt. Bevor wir nicht noch sterben. Ja, wir wären immer noch so ein bisschen im Tutorial in der Einführung. Aber Pustekuchen, hier geht es ums nackte Überleben.
Wir müssen mal was trinken. Wir haben auch nichts mehr zu essen, oder? Wir haben nur noch zu trinken, nichts mehr zu essen. Für was können wir die Motorhaube öffnen? Oh, jetzt ist hier auch noch verschlossen. Sowas gibt es ja auch. Da vorne liegt was. Eine Orangenlimo. Und ein leeres Handschuhfach. Oh, können wir denn nicht hier? Ah, die hätten wir verarbeiten können, oder? Wo haben wir denn die? Da haben wir doch irgendwo hier die Lackporlinge. Antibiotische Eigenschaft. Die hätten wir dann wahrscheinlich am Lagerfeuer zubereiten müssen. Mist. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Wieso fröstelt er denn jetzt schon wieder? Das ist ja unglaublich. Wir haben halt keine Klamotten mehr. Sehr ärgerlich. Und jetzt kommen wir auch noch in einen großen offenen Bereich, wo wir nicht wissen, wo wir hinlaufen müssen. Das Scheppern sind wohl wir. Da vorne läuft noch ein Häschen und schon wieder ein Wolf. Ich werde verrückt. Das darf doch nicht wahr sein. Wie viele Wölfe laufen hier herum? Wir laufen in die andere Richtung. Durch den Tiefschnee. Den Zweig kann ich nicht aufheben. Ich will doch nur Astrid finden, Mensch. Can't feel my feet. Ich weiß, wir müssen schon wieder ein Feuer machen. Wir kommen. Wir kommen. Oh Gott, ich sterbe jetzt gerade, sehe ich gerade. Hör doch auf. 21% haben wir nur noch. Wir müssen schon wieder ein Feuer machen. Ja, Magenknurren haben wir auch noch. Alles wie gehabt. Wir leben am Limit hier. So, wir machen ein kleines Feuer hier in der Ecke. So unglaublich. Cold. Hier ist es nicht windstill. Ja, hilft alles nichts. Wir machen hier ein Feuer. Wir haben keinen Brandbeschleuniger mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auf unser Glück hoffen, dass uns bisher nicht wirklich irgendwie groß genützt hat. Komm schon. Und der Kühlungsrisiko ist wieder weg, das ist gut. Aber sobald wir 5 Schritte laufen, wird das Ganze weg sein. Okay, hier können wir, ich dachte, wir könnten hier die, wir schauen mal eben, können wir denn hier die, wie können wir denn die kochen? Oh, hier zubereitende Lackporlinge herstellen, 15 Minuten. Und wenn wir die jetzt übers Feuer halten, ja, garen, dann haben wir vielleicht was zu essen oder zu trinken plus Antibiotika. Antibiotika, oh, wir haben ja auch noch Antibiotika, sehe ich gerade. Wir trinken mal den Tee, der auch ein bisschen für den Hunger geht. Sehr schön, Temperatur steigt, das ist gut. Wir sind allerdings immer noch
Wir hauen uns mal das Antibiotika rein. Die Behandlung war wirkungslos. Wieso habe ich auch was anderes erwartet? Wir probieren es nochmal. Mal ein Septikum. Oh, ich bin verzweifelt. Geheilt Infektionsrisiko. Jetzt haben wir nur noch den verstauchten Knöchel. Sehr gut. Okay. Können wir vielleicht den Hagebuttentee auch noch machen, wenn wir schon dabei sind? Das ist ja unglaublich. Okay. Jetzt noch übers Feuer halten. Der sollte uns dann auch noch ein bisschen wärmen. Wo ist der jetzt? Hier ist er. Der ist dann quasi unter der Medizin, unter Medizinreiter. Ist heiß momentan. Okay, natürliches Schmerzmittel. Vielleicht hilft das auch gegen... Ja, verstauchtes Handgelenk hilft es auch. Wir haben immer noch den verstauchten Knöchel. Das heißt, den wir uns nochmal einen machen. Herstellen. Jetzt geht uns natürlich das Feuer aus. 19 Minuten haben wir noch. Das reicht. Und dann trinkt man den auch noch und dann sollte man wieder einigermaßen fit sein. Ja, der verstauchte Knöchel ist auch geheilt und wir sind wieder einigermaßen fit. Ja, und wir gehen jetzt mal in diesem Weg hier weiter, weil ja auf der anderen Seite der Wolf wartet. Und hoffen einfach mal, dass wir relativ schnell nach Milton kommen. Die Gesundheit sieht nicht mehr gut aus. Wir schleppen uns von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Hoffentlich in der nächsten Folge mit mehr Erfolg. Bis dann. Ciao.